Innerhalb von 7 Tagen das zweite Derby für die Lausitzer Füchse. Und sie waren an diesem Freitagabend am 9. Spieltag zu Gast in der Landeshauptstadt bei den Dresdner Eislöwen. Die Lausitzer Füchse mit einer Verstärkung im Sturm. Luis Zörter-Gossic, der 27-jährige geborene Kanadier mit deutschem Pass, bekam eine Spielerlizenz in dieser Woche für die Eisbären Berlin und sofort eine Förderlizenz für die Lausitzer Füchse. Die erste Großchance gab es bereits nach 30 Sekunden für die Dresdner Eislöwen. Dort konnten die Füchse noch dagegen halten, aber in der 4. Spielminute gab es einen Pass von Carlson auf das Gehäuse von Christian Hafski, der heute wieder zwischen den Pfosten bei den Lausitzer Füchsen stand. Und dann war es Kelble, der seinen Schläger noch reinhielt und hier das 1:0 für die Hausherren markierte. Die Lausitzer Füchse liefen dagegen an, Breitkreuz und Scheidel mit Riesenmöglichkeiten, aber Yannick Schwentener im Gehäuse der Dresdner Eislöwen hielt seine Kasten sauber. Das schafften sie aber nicht über die Zeit zu bringen. In der 9. Spielminute war es dann Lane Scheidel in den blau-gelben Farben, der hier den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Es gab noch 2 weitere Möglichkeiten für Andres, erst auf Dresdner Seite und dann Adam auf Seiten der Lausitzer Füchse. Aber irgendwie wollte die Scheibe in diesem ersten Abschnitt nicht weiter über die Torlinie gehen. Im Mittelabschnitt erstmal die größte Möglichkeit in der 23. Spielminute für die Dresdner Eislöwen. Breitkreuz sorgte dann mit einem Entlastungsangriff erstmal für ein bisschen Luft. Aber die Eislöwen, die hatten eine ordentliche Druckphase, ließen keinen Meter, nicht mal 10 cm Platz für die Lausitzer Füchse. Da gab es auch nochmal einen Pfostenschuss durch die blau-weißen Hausherren. Aber immer wieder Endstation, entweder Gehäuse oder der Torhüter der Lausitzer Füchse, Christian Hafski. 14 Minuten hat es gedauert, dann hat es erneut geklingert, aber nicht wie erwartet für die Dresdner Eislöwen, sondern Sebastian Zauner machte hier aus einer Entlastungssituation heraus den 2:1 Führungstreffer. Es gab eine 2:1 Situation, er hätte auch nach links abgeben können zu Hunter Garland, machte es aber selbst und überlistete so den gegnerischen Torhüter und machte hier den Führungstreffer. Die Dresdner Eislöwen waren jetzt ordentlich angefressen gewesen, liefen hier wirklich komplett gegen die Verteidigungszone der Lausitzer Füchse an. Aber die Blau-Gelben, die sortierten sich, die hielten hier diese knappe Führung auch in die zweite Drittelpause hinein. In der 42. Spielminute konnte man dann schon mal sagen, die Füchse machen hier das Spiel. Neffin war jetzt zwischen den Pfosten bei den Dresdner Eislöwen. Also es gab dort nach der zweiten Drittelpause einen Torhüterwechsel auf Dresdner Seite. In der 44. Spielminute nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich durch Carlson. Aber auch da war Hafski wieder in Station gewesen. Und jetzt kam so ordentlich Derby-Charakter auf. Mehrere Möglichkeiten für die Dresdner Eislöwen. Der ein oder andere Entlastungsangriff durch die Gäste aus der Lausitz. Und in der 58. Spielminute nahm dann Andreas Brockmann den Torhüter nach der Auszeit vom Eis. Und so ging es hier mit 6-5 Feldspieler weiter. Und Hunter Garland war es dann, der hier 34 Sekunden vor Ende dieser Partie das Empty-Net-Goal markierte. Und damit heißt es in diesem spannenden Derby Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse 3:1 für die Gäste aus der Lausitz.